Cause I'd your tiny mind and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say, it's not a Donnerstag. Genau, wunderschönen Donnerstag. Hier kommt jetzt unser zweites Video. Genau. Und diese Woche ist das Wochenthema, sucht es euch selbst aus, natürlich. Damit wir unsere Kreativität auch schön ausbreiten können und... Also wir haben dann erstmal überlegen müssen. Naja, jetzt sind wir aber zu dem Thema gekommen. Wie halte ich meine Beziehung frisch? Genau. Oder unsere. Unsere Beziehung. Wir dachten, wir bringen ein paar Beispiele, die unsere Beziehung frisch halten. Und vielleicht könnt ihr sie für eure Beziehung auch gebrauchen. Und genau, und zwar sind wir sind nämlich darauf gekommen, dadurch, dass Cassandra und die Thomas in ihren Videos, vor allem Cassandra, ja ausgiebig über das Thema Sex gesprochen hat. Entschuldigung. Und Sex ja auch irgendwie frisch hält. Weil Sex ein Eckthema, ein Eckpunkt einer Beziehung ist, nehmen wir das Thema, was wir jetzt halt genommen haben, wie man eine Beziehung frisch hält. Dann bleiben wir auch gleich kurz einmal bei dem Thema Sex. Das heißt halt einfach der normale Sex, normal halt, und na klar auch der Versöhnungssex. Und da wären wir dann auch gleich schon beim nächsten Thema, Versöhnung. Beziehungsweise erstmal muss man sich streiten. Das war mein Argument, was Mine irgendwie nicht ganz so toll fand. Warum soll man sich streiten und die Beziehung frisch streiten? Das verstehe ich nicht genau. Aber allein merkt ihr, dadurch entsteht schon wieder ein Konflikt, der sich vielleicht später noch weiter ausführen wird. Nein, Quatsch. Also ich finde einfach, Streit hilft den Menschen in Sachen, auch wenn sie manchmal einfach böse rüberkommen und negativ klingen, einfach hilft den Menschen, dass sie das trotzdem sagen können. Dass sie dann sagen können, und außerdem wollte ich noch dies und das sagen. Außerdem bla bla bla. Und ist halt einfach zum Beispiel danach. Man kann einfach sagen, hey, was meinst du eigentlich damit mit dem außerdem bla 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 Satz? Das zum Beispiel hält einfach die Beziehung frisch, weil man manche Sachen, die man sonst nicht unbedingt gern ausspricht und vielleicht auch manchmal eher nach hinten verschiebt, Was nicht gut ist, nein. Aber was dann halt auf jeden Fall ans Licht kommt und was dann irgendwie mithilft, die Beziehung zu erfrischen. Und allgemein finde ich einfach, nach einem Streit weiß man öfter viel mehr, was die andere Person überhaupt fühlt. Also nicht, das hört sich jetzt so an, als würden wir gar nicht reden und gar nicht über unsere Gefühle reden. Das, klar, reden wir darüber, aber es ist halt einfach, man sieht die Gefühle dann anders und man schätzt die Beziehung danach viel, viel mehr. Genau. Weiter haben wir uns aufgeschrieben, dass Erlebnisse, die man gemeinsam neu entdeckt oder erlebt, auch wenn es einfach nur so Eindrücke sind, wie heute gehen wir in einen anderen Park. Also jetzt ein blödes Beispiel, aber einfach die Erlebnisse, die man dann dort macht, sind ja dann wieder ein neues Gesprächsthema und neue Empfindungen wurden vielleicht geweckt und es schweißt ja auch irgendwie zusammen. Erlebnisse schweißen immer zusammen. Genau. Guter, aber auch schlechter. Also genau. Immer. Dadurch auch, dass man dann später, wenn man wieder an sie denkt, wieder Erinnerung, genau. Dass man einfach, Thema Erinnerung, ne? Dass das dann einfach wieder zusammenschweißt, sozusagen, ja. Irgendwie. Und halt die Erinnerung, dass man wieder in die alte Zeit sozusagen verfällt und denkt, oh ja, wie toll und das war echt schön und weißt du noch, da und das war, da habe ich gerade das gefühlt und all sowas halt. Also ja. Man kann einfach in alten Erinnerungen schweifen zusammen. Aber das soll jetzt, glaube ich, nicht heißen, also bin ich mir. Es soll jetzt, glaube ich, nicht heißen, dass man das, was passiert ist, die Erinnerungen vermissen sollte oder die Gefühle, die man da gehabt hat. Das Frischverliebte, so ist es ja nicht. Also man reift ja aus einer Beziehung. Und also wären wir noch bei dem Thema Erinnerung. Das sind unsere Erinnerungen. Wir haben so ein Beziehungsbuch.
was schon aus mehreren Büchern besteht, wo wir alle Sachen so reinschreiben. So ein Erlebnisse ein. So ein Tagesbuch. Tagebuch. Und da. Schlechten amerikanischen Film. So. Nein, also unser Beziehungsbuch einfach, wo wir Sachen reinschreiben, wie zum Beispiel den Urlaub, den Trip nach Berlin oder einfach Tage, die man zu Hause verbracht hat, einfach, wenn man die aufschreibt und dann später nochmal lesen kann, ist es einfach was Besonderes. Denke ich auch. Ja. Ein weiterer Punkt sind Freunde. Freunde, die man entweder gemeinsam hat oder die man einzeln hat. Freunde tragen dazu bei, dass man lacht. Und sobald man lacht und das so wird das Wohlbefinden von einem selbst verbessert. Einfach das Soziale. Der soziale Kontakt. Der soziale Kontakt ist einfach unheimlich wichtig in der Beziehung, weil man dadurch auch einfach ein Teil der Welt ist. Und das ist einfach für eine Beziehung auch wichtig, denke ich. Echt? Ja. Ein Teil der Welt, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Aber zusammen ein Teil der Welt. Ja. Genau, und die einzelnen Freunde natürlich einfach, weil man Freiräume hat. Und weil man sich über die schlechten und die guten Seiten der Beziehung halt äußern kann und sie auch nochmal widerspiegeln kann. Und das ist auch einfach immer sehr befreiend für die Seele, denke ich. Das hat sich irgendwie tiefgründig angehört. Befreiend für die Seele. Nein, aber man ist ja klar, man braucht Freiräume. Genau. Obwohl es ja darauf ankommt, wenn man eine Beziehung führt, wo die beiden Partnerinnen sehr viel arbeiten und Arbeitstiere sind, sich dann Freiräume zu nehmen, obwohl alles sich sowieso der Routine nach entwickelt, also dem Alltag, man kommt nach Hause, seine Freundin sitzt dort, hallo, also wenn das alles das Gleiche ist, dann sollte man sich vielleicht keine Freiräume nehmen, sondern naja, dann doch schon auch. Also auch, klar, aber man muss natürlich man muss die Balance finden, ne? Die Balance finden zwischen. Wir machen uns heute mal einen gemütlichen Abend. Und wir gehen raus und pflegen die sozialen Kontakte. Aber alleine, also du gehst zum Yoga und ich mach das. Also. Ja, man kann ja auch zusammen mal rausgehen. Ja, klar. Die Balance muss man auf jeden Fall finden. Genau. So, dann gucke ich mal in unser Büchlein, was wir noch so aufgeschrieben haben. Wir dachten uns heute unvorbereitet in unser erstes Video zu starten. Ein bisschen blöd. Deshalb haben wir uns so spießige Punkte gemacht. Genau, unser nächster spießiger Punkt. Spießiger Punkt, genau. Das sind die Überraschungen. Nee, ich wollte noch was zum anderen spießigen Punkt sagen. Und zwar, auch wenn es vielleicht für Arbeitstiere spießig klingt, vielleicht hilft es ja, wenn man zum Beispiel sich trifft. Wenn man einfach einen Termin ausmacht, hey, Dienstagabend, wie wär's, wenn wir mal einfach Sex haben? Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, weil Sex nicht aus, hey, lass Sex haben, sondern aus Spontanität eigentlich entwickelt, aber von Freunden wissen wir halt auch einfach, dass man sich auch zum Sex treffen kann, wenn man keine Zeit hat. Was auch die Beziehung auffrischt, weil man dann immer noch Sex hat. Genau. Auch wenn es spießig geplant ist. Genau, also kommen wir wieder von dem Thema Sex weg. unser nächster Punkt sind dann Überraschungen. Es muss nichts Großes sein, es müssen keine riesen Geschenke sein oder so, aber vielleicht einfach mal ein Gänseblümchen gepflückt, weil man es gerade gesehen hat und an die Partnerin gedacht hat oder wie auch immer. Und solche Sachen. Also wir zum Beispiel haben früher in unserer Wohnung Zettelchen geschrieben, wenn wir unterschiedlich aus dem Haus gegangen sind, unterschiedlich wieder nach Hause gekommen sind oder halt mal eine den ganzen Tag weg war oder halt solche Sachen. Dass wir dann Zettelchen geschrieben haben, die irgendwo hingepostet haben. Oder in die Sporttasche versteckt. Genau. Auf dem Pausenbrot oder? Oder genau, auf dem geschmierten Butterbrot. Ich denke gerade an dich.
halt einfach kleine Sprüche, ich freue mich auf dich, Küsse oder einfach irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit, dass die andere weiß, hey, sie hat an mich gedacht und sie denkt immer noch an mich. Genau. Also sobald man es schafft, in einer Beziehung sich gleichzeitig ein Lächeln aufzuzaubern, ist das ein bisschen erfrischend. Was auch ein Lächeln bereitet, ist das gemeinsame Träumen. Ah ja. Da wären wir auch bei einem nächsten spießigen Punkt aus unserem Buch. Das Träumen, ja. Das Träumen. Ob es jetzt einfach nur Träume sind, wie, hey, das Lila, guck dir das mal an, das ist echt schön für unser Bad später mal. Oder ob Sachen sind wie, ja, wow, weißt du, ich finde, wenn unsere Kinder so angezogen wären, das würde ich auch schön finden, würde ich das auch schön finden. Oder einfach allgemein von der Familie träumen, Mensch, hier, so würde ich mein Kind gern erziehen oder auch nicht. Oder einfach solche Sachen, das ist einfach. Wir können jetzt mal zusammenfassend nochmal sagen, was wir alles für Punkte haben. Was unsere Beziehung frischhält. Ich lese vor, unsere Beziehung hält frisch. Aus unserem spießigen Buch? Aus unserem spießigen Buch? Die spießigen Punkte. Erlebnisse, Freunde, gemeinsame, aber auch einzelne. Unser Buch, unser Beziehungsbuch. Streit, Überraschung, bei uns sind Zettelchen, wer weiß, was ihr macht. Sex, Reden. Wieder dieses Thema. Zeit für sich und Zeit auch zusammen. Lachen. Freude. Und auch Küssen. Küssen. Wenn man einfach mal spontan sich denkt, Mensch, was habe ich denn für eine tolle Freundin? Meine Freundin hat so einen schönen Mund. Einfach mal küssen. Diese Lippen. Einfach mal küssen. Ja, ich denke, das war es einfach und wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und euch die Tipps vielleicht geholfen haben, weil ihr den einen oder anderen Tipp noch nicht kanntet und denkt, wow, das muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Weil meine Beziehung gerade ein bisschen unfrisch ist. Auch wenn sie frisch ist, könnt ihr die Tipps ausprobieren. Stimmt. Naja, und vielleicht noch andere Tipps für uns habt. Wir sind gern bereit, diese anzunehmen und schreibt sie doch einfach. Schreibt uns einfach runter oder gebt uns einen Daumen. Also gebt uns einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann aber bitte mit Begründung. Genau. Also, wir freuen uns auf nächsten Donnerstag und hoffen, dass ihr uns wieder seht. Und wir euch sehen, indem ihr uns geschrieben habt. Genau. Genau, also, bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.